Hallihallo und herzlich willkommen bei Dianas Kreativoase. Heute habe ich eine kleine Verpackung für euch, weil ich jetzt schon des Öfteren danach gefragt wurde, ob ich nicht mal ein kleines Tischgoodie machen könnte. Und da fiel mir eine kleine Box im Internet auf und da dachte ich, die muss ich euch zeigen. Die möchte ich aber heute etwas anders gestalten. Noch nicht wegschalten, weil das war noch nicht alles. Jetzt muss ich erstmal das Band runterbekommen. Das hier machen wir komplett anders. Das möchte ich nicht so haben. Und zwar... Ups, jetzt geht's hier nicht auf. Ein Bonbon. Ja, da habe ich den Glasichtfolie, muss auch weiter nach oben gesetzt werden. Aber wie das kleine Goodie gemacht wird, das möchte ich dir gerne zeigen. Du brauchst ein Stück Designerpapier. Ich habe das Designerpapier, jetzt muss ich noch mal gucken, gemalt mit Liebe. Das muss ich euch ja nicht mehr zeigen. Ich denke, ihr habt schon genug Videos mit diesem Designerpapier gesehen. Und die Zeit müssen wir ja nicht so unnötig in Anspruch nehmen. Das Designerpapier ist bereits gefalzt und hat die Maße 15 cm x 13,5 cm. Und das Ganze wird auf der kurzen Seite gefalzt bei 1,5 cm, 5 cm, 8,5 cm und 13,5 cm. Und auf der langen Seite bei 3,5, 7, 10,5 und 14 cm. Und das werden wir jetzt noch zuschneiden. Ich lege es euch mal so rum, dann kann ich euch wieder zeigen, wie das zugeschnitten bzw. was wegkommt. Und zwar, hier oben ist ja die kurze Lasche, die 1 cm Lasche. Und da fängst du auch an. Und zwar wird das kleine Eckchen hier kommt weg. Das kommt komplett weg. Das kommt weg. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann, Moment, genauso. Ich muss jetzt mal gucken wegen den Falzen. Die sieht man bei dem Papier nicht wirklich so gut. Und das hier kommt weg. Dann kommt... diese Lasche hier weg und auf der anderen Seite diese Lasche. Wird diese Lasche hier, die wird gekürzt, so wie diese Lasche wird auch gekürzt und die bleibt und die ganz unten wird auch wieder gekürzt und auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann muss das hier weg, das muss weg, das bleibt und das bleibt. Ich hoffe, du kannst das jetzt so einigermaßen gut erkennen. Ich schneide das jetzt mal zurecht und dann siehst du, was ich gemeint habe. Und dann sieht das Ganze so aus hier. Dann kann ich auch schon die Falze nachfalzen. Das hier oben ist die Einstecklasche, die habe ich mir abgerundet, die Kanten. Und dann kann ich die Box auch schon zusammenkleben. Also diese beiden Laschen sind Klebelaschen, die werden so nach innen. Und diese Laschen sind Klebelaschen, da wird der Deckel vorne, also die Abdeckung vorne, da drauf geklebt. Und das Ganze mache ich mit Tombow.
Da hat sich doch glatt meine Kamera verabschiedet. Na, was soll das? In der Zwischenzeit habe ich mal meine Box etwas ruiniert. und was ich jetzt gemacht habe. Ich habe Fensterfolie. Kann man das gut erkennen? Nein, nicht jetzt. Fensterfolie von 4,5 mal 1 cm habe ich mir zurechtgeschnitten. Habe ein Glutdot an die Fensterfolie gemacht und habe es mir an den Deckel hier oben geklebt. Ja, siehst du, da habe ich die Box ruiniert. Und an die Folie habe ich unten ein Bonbon geklebt. Also die Folie muss schon oben sein, ne? Nicht das Bonbon auf der Folie, sondern die Folie auf dem Bonbon. Dann kommt das Bonbon so in die Box, aber der Wow-Effekt, der kommt, wenn die Box komplett fertig ist. Ja, etwas Geduld. Dann habe ich mir von der von dem Geschenkband mit Metallikante in Sommerbeere habe ich mir 7 cm abgeschnitten, habe das in der Mitte mit einem Glutdot verbunden. Hier hinten habe ich jetzt auch noch mal einen Glutdot angebracht und das kommt jetzt so auf den Deckel, so wie du das, wie das dir gefällt. Und dann kommt noch, habe ich mir von den Framelits von Herz zu Herz zwei verschiedene Größen von Herzen ausgestanzt. Und das kommt hier so drauf. Zwar mache ich das mit einem Dimensional fest. Und das Herz ist in Glitzersilber ausgestanzt. Und das klebe ich mir hier oben so drauf. Und dann kommt noch ein Spruch. Ohne Spruch geht ja gar nichts. Zwar habe ich mir hier schon ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß zurechtgelegt und aus dem Stempelset einfach wunderbar den Stempel für dich. Und den stempel ich mir in Himbeerrot. Und den stempel ich mir dann so ab, dass auf der linken Seite so ungefähr ein Zentimeter Platz noch ist. Okay, das ist gut. Und dann habe ich mir die Stanze nach Maß, glaube ich, heißt die Stanze. Du kannst mit der Stanze so viel machen. Das ist so toll. Und weil ich ja gerne Fähnchen habe, gebe ich jetzt meinen flüsterweißen Farbkarton hier so rein. Guck ungefähr, wie ich das möchte. Und zack. Und schon habe ich ein Fähnchen. Dann streichst du mit dem Falzbein so über den Farbkarton drüber. Und den klebe ich mir dann auch wieder mit einem Glutdot auf das Herz. Dann habe ich mir noch mit der kleinen Blütestanze, die es leider nicht mehr gibt, aber vielleicht hast du ja eine andere Stanze, die du verwenden kannst. Und da habe ich mir so eine Blüte ausgestanzt. Dann nehme ich meinen Pieker, lege mir die Blüte mitten in die Handfläche und gehe so einmal in der Mitte von der Blume und drücke das so nach unten. Dann kriegt die so etwas Erhöhung. Und dann kommt das Ganze mit Tombow nochmal hier drauf. Und in der Mitte
Heute haben wir genug Bling-Bling, aber trotzdem will ich in der Mitte von der Blume noch einen kleinen Strassstein. Und fertig ist meine kleine Box. Okay, und jetzt machen wir auch noch die Box auf. Also hier hast du ja die Lasche zum Ziehen und da ziehst du die Lasche nach oben und ups, ja, und tada, nochmal Vorführeffekt. An der Seite ist auch von dem Bonbon halt noch die Enden, das hindert, aber ich habe jetzt nichts anderes. Nochmal und tada. Okay, das war mein heutiges Projekt. Das war meine erste Box, die hier. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und abonniere doch meinen Kanal und da wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich freue mich über jeden weiteren Abonnenten, den ich bekomme. Bevor ich es vergesse, ich blende dir gerade oben ein, dass ich noch ein Gewinnspiel habe. Klick mal drauf, guck's dir an und wenn du Lust hast, kannst du einen Kommentar abgeben. Natürlich kannst du bei jedem meiner Videos einen Kommentar abgeben. Das wäre echt toll. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Basteln und wünsche dir einen schönen Tag. Hab eine gute Zeit. Tschüss! Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside.